Hallo meine Lieben, ich biete bei mir in der Praxis verschiedene Infusionen an, unter anderem eine hochdosierte Vitamin C, die sehr beliebt ist. Bei einem Vitamin C-Mangel, der über die Ernährung nicht behoben werden kann, sind Infusionen einfach die bessere Lösung. Bei einer oralen Aufnahme kann die hohe Konzentration im Blut nicht erreicht werden, da sind die Infusionen wirklich der bessere Weg. Stress verbraucht Unmengen an Vitamin C. Chronisch entzündliche Erkrankungen, chronische Infektionen, aber auch akute Infektionen, Aufnahmestörungen im Darm, Immunschwäche. Nach OP liegt meistens ein Vitamin C-Mangel vor. Die Raucher haben meistens einen Vitamin C-Mangel. Und Faltenreduzierung kann man auch mit hohen Dosen Vitamin C erreichen, intravenös. Die nächste Infusion, das ist die Winsener Bombe. Es handelt sich um eine Mischung aus fünf verschiedenen Ampullen und dient der Allgemeinstärkung und bietet insbesondere bei Patienten, die unter vielfältigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden, gute Unterstützung. Ausleitung, Entgiftung, Stabilisierung des Immunsystems und allgemeine Kräftigung ist mit dieser Infusion gut zu behandeln. Außerdem biete ich noch Vitamin B-Vital-Kuren an und viele B-Vitamine sind hitzeempfindlich. Vegetarier, Veganer haben oft einen B12-Mangel zum Beispiel. Raucher verbrauchen Unmengen an B-Vitaminen, Stress, Alkohol, kohlenhydratreiche Ernährung, Sport, Infekte, einseitige Ernährung, Darmerkrankungen, Nierenerkrankungen, Medikamente. Besonders wichtig sind die B-Vitamine für uns, für die Nervenstärke, Muskelkraft, für die Entspannung, Gedächtnisleistung, Vitalität, Blutbildung. Im Nervensystem werden viele Vitamin B verbraucht. Für die Stimmung, für die Empfindungen, für die Schmerzdämpfung. Besteht Interesse an einer Infusion, meldet euch in der Praxis, lasst euch beraten, kommt vorbei, ich freue mich. Bleibt gesund und glücklich, eure Irina.